Schon wieder nicht wissen, was zu posten. Ich kenne das so gut. Jahrelang habe ich versucht, regelmäßig Content für meinen Social Media zu posten. Manchmal war aber mit Alltag, Kunden und Kind so viel los, dass mir einfach mal nichts einfiel. Manchmal habe ich mich dann so leer gefühlt, dass ich gar nicht mehr wusste, wie soll ich da jetzt noch Energie aufbringen, in Social Media sichtbar zu werden. Dabei wollte ich doch genau das, sichtbar werden für meine Follower. Das war mein Herzenswunsch. Und manchmal ist es dann dran gescheitert, dass einfach der Alltag es getrübt hat und mir dann einfach nichts einfiel, wo ich gesagt habe, da stehe ich jetzt voll hinter. Und das zeigt jetzt genau meine Expertise. Ich wusste, ich muss da irgendwas dran ändern, sollte ich meine Beiträge vorplanen. Doch dann passierte immer irgendwie was Komisches mit diesem Vorplan. Entweder waren die Bilder nicht dabei und es erschien nur der Text. Oder es war nur das Bild dabei, aber nicht in der richtigen Position. Oder wenn ich ein Video gepostet habe, war das irgendwie so. Also dieses Vorplan funktionierte mit den Tools, die ich damals hatte, nicht so richtig gut. Dann fehlte plötzlich der Text, den ich mühevoll noch abends nach dem Einschlafen meiner Tochter irgendwie noch getippt hatte, war dann wieder weg. Und so endete ich dann wieder, ja, dann brauchst du auch nichts vorplanen. Ja, dann kannst du eigentlich wieder anfangen und sagen, ich poste doch wieder in dem Moment, wo ich dran denke, und dann war das natürlich wieder weniger. Ich wusste, ich muss da irgendwie was dran ändern. Und dann hat mir jemand, ein befreundeter Coach, von dieser Technik erzählt, mit der ich nun jahrelang Content erstelle, wo es mir sehr, sehr einfach fällt, Beiträge zu erstellen, die ich regelmäßig parat habe in meinem Handy. Also nicht mehr lang überlegen, was ich posten soll, sondern einfach machen. So poste ich nun schon jahrelang regelmäßig Content und habe begeisterte Follower, inzwischen sogar fast 30.000 auf allen Kanälen. Ich kann nun also problemlos Ideen entwickeln für meine Videos und für meine Posts, während ich dabei noch die Kürbissuppe umrühre, schnell noch einen ganz, ganz tollen Instagram-Beitrag für dich bereitstelle. Inzwischen bin ich bereits über 10 Jahre sichtbar in Social Media und damit sehr erfolgreich. Und ich werde auch in den nächsten Jahren meinen Content selber erstellen mit dieser Methode. Hol dir jetzt meine 365 Beitragsideen auf der Seite und schau dir auch die Methode an, die ich hier drunter verlinkt habe. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Dotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.